Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim, Folge 11 müsste das sein. Und wir quatschen ja erstmal mit dem Opi und seinen Jamaika-Locken. Was macht die kaiserliche Armee in Himmelsrand? Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Die Armee war schon immer in Himmelsrand. Wir haben Garnisonen in allen Provinzen des Kaiserreichs. Unser Auftrag ist es, dem Kaiser zu dienen, das Gesetz durchzusetzen und die Bürger zu beschützen. Die Tage in Himmelsrand werden finsterer und die Armee wird schon bald gefordert werden wie nie zuvor. Aber wir sind wie immer bereit. Wie tritt man der kaiserlichen Armee bei? Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu, was? Nein. Ehrlich gesagt kann die Armee jeden fähigen Kämpfer gebrauchen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ein toter König, eine Rebellion und jetzt Drachen? Hier geht es wirklich wild zu. Wenn ihr es ernst meint, solltet ihr nach Einsamkeit reisen. Unser Hauptquartier befindet sich in Schloss Elend. Dort findet ihr General Tullius, den Oberbefehlshaber der Truppen in Himmelsrand. Aber sprecht mit Legat Ricke. Sie ist für die Rekrutierung vor Ort zuständig. Was denkt ihr über diesen Krieg? Ihr meint Ulfriks sogenannte Sturmmantelrebellion? Die Könige der Nord, verzeiht, die Jarl, haben ihre Leute nicht unter Kontrolle. Also ist die Armee eingeschritten, um für Ordnung zu sorgen. Leider sind die Truppen des Kaiserreichs derzeit ein wenig dünn gesät und wir erhalten kaum Verstärkung. Daher müssen wir vor Ort rekrutieren. Aber keine Angst, Bürger. Wir werden diesem Aufstand ein Ende setzen. Dann wird bald wieder alles so sein wie gewohnt. Also Ich gut. bin der beste Krieger in Murtal. Und das ist keine Prahlerei. Der beste Krieger? Soll ich es unter Beweis stellen? Ich wette 100 Goldstücke, dass ich euch ohne Waffen bezwingen kann. Ich hab besseres zu tun. Milchtrinker. Hey, was wollt ihr in der Stadt? Ach. Ihr wisst schon, mal dies, mal das. Sie haben mich noch nicht zur Wache ernannt, obwohl ich danach gefragt habe. Also nehme ich alle möglichen Aufträge an, was sich so ergibt. Okay, dann bist du wohl doch nicht der beste Krieger. Wenn dich deine eigenen Leute nicht als Krieger haben wollen. Mein Gott, bist du erbärmlich. Da drüben guckt uns einer mit seinem Schlafanzug an. Aber für die Kumpels hier habe ich ja jetzt keine Zeit. Denn ich bin ja auf Mission. Oha, ich sollte die Goldkisten noch, also, ja, gut. Das kommt irgendwann auch noch. Ja, okay, jetzt muss ich nur noch mal wissen, in welche Richtung. Gut, jetzt laufe ich nämlich schon wieder in die falsche. Das hier ist die richtige, genau. Und wir sind in den Sümpfen. Der Dude meinte, hier muss ich mir Sorgen machen. Da hier komische Geräusche herkommen sollen. Ich laufe hier gerade in Richtung einer Höhle, das möchte ich auch nicht unbedingt. Ich meine, allgemein wären wir doch gut beraten, wenn wir der kaiserlichen Armee beitreten, oder? Hier scheinen viele der Soldaten von den Kaiserlichen zu kommen. Und nicht von den Sturmmänteln. Das heißt, zahlenmäßig sollten die Kaiserlichen überlegen sein. Nur ob die Zahl wirklich was zu sagen hat am Ende. Letzten Endes sollte ich mich eigentlich für das ehrenvollere Ziel entscheiden. Oha. Guck mal nach vorne, das müsste hier genau. Einsamkeit. Da soll ich doch hin, sogar wenn ich mich nicht täusche.
Genau. Und General Tullius war ja hier oben. Ich erinnere mich noch leicht an den Anfang. Rorikstadt. Oh nein. Gegner. Okay, ganz uncool. Töten. Ich werde euch brennen sehen. Ich danke euch. Bitte, kein Problem. Du kleines, blödes Mädchen. Bevor sich wieder ein Mädchen angesprochen fühlt, das war jetzt nur auf den Charakter bezogen. Wir suchen Ascherhaufen. Ascherhaufen. Irgendwo war ja doch noch einer. Oder liege ich falsch? Ich glaube schon, ne? Uah. Wenn hier ein toter Bandit liegt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da eigentlich nicht rein möchte. Weil letzten Endes bin ich auch nichts anderes wie ein Bandit. Nur mit noch ein bisschen Ehre. Gehen wir mal rein. Auch wenn ich es jetzt schon bereue. Ich bereue es definitiv. Wenn am Eingang schon ein Toter liegt, was soll mir das dann sagen? Dass ich erstmal meine Waffe wegstecke, glaube ich. Nordmeet. Na, vielleicht waren das auch Nord. Die Menschen hier. Eure Lakaien sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihnen helfen. Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig zu machen. Und noch einer. Willensschwaches Gesindel. Selbst tot sind sie praktisch nutzlos. Sie scheinen jedes Mal, wenn er sie wieder aufleben lässt, etwas dümmer zu werden. Falls das überhaupt möglich ist. Bei mir nicht. Feuer, Frost, Blitzschläge. Auf euch warten, Mann. Oh nein. Schnell speichern. Solange sie eine Spitzhacke schwingen können, wo ich es ihnen sage, sind sie für uns klug genug. Ich hoffe, der Schnellsprecher zählt jetzt noch. Das wäre jetzt echt mies. Zählt doch gut. Mann. Ach, Mann, ey. Sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen und ihnen helfen. Ich ziehe es vor. Waffen,
Da wäre es jetzt, glaube ich, ganz ratsam. Ja, ist doch gut. Ihr müsst mich nicht gleich töten. Ich bin doch schon weg, alles gut. Hoffentlich kommen die jetzt nicht wieder durchs Tor. Ich habe ja nichts. Ach doch, ich habe Essen. Ach Mensch. Womit habe ich das verdient? Wo ist Lydia, wenn man die braucht? Ich hätte sie einmal gebraucht, ja? Einmal. Und sie kommt nicht. Ich glaube, ich wreck das Leben jetzt noch voll. Oder, ach. No risk, no fun. Schnell speichern. Und rein. Dann habe ich heute schon mal wieder zwei Folgen vorproduziert. Okay, die Dame ist auch noch verbrannt. Das stört mich jetzt nicht allzu doll. Deswegen habe ich jetzt so lange gewartet? Ernsthaft? Oh Mann. Oh Mann, das war ein Kerl. Ich dachte, das wäre eine Dame. Na komm, wir durchsuchen erstmal alles hier. Dafür, dass die mich umbringen wollten, da kenne ich nichts. Heilung. Auch gern gesehen. Gold. So. Hätten sie sich überlegen sollen, mit wem die kämpfen. Solche Versager. Das kriege ich bestimmt gleich doppelt so hart zurück. Aber man muss ja auch mal eine große Klappe haben. Okay, die kämpfen, glaube ich, gegen diese Zombies. Soll mich jetzt mal nicht stören. D3 Herz. Ja, das scheint wertvoll zu sein. Nehmen wir doch einfach mal mit. Ich kann ja auch blocken, na siehste, das fällt mir jetzt erst auf. Also erneut. Oh, das
Das hatte ich schon wieder total vergessen in den 2 Wochen. Oder 3 Wochen. Oder vielleicht sogar schon 4 Wochen. Ach ja, ich wollte mich eigentlich mal um den Besuch kümmern. Beziehungsweise mal vorbeischauen. Links oder rechts? Links. Also erstmal links. Ich glaube, das war eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass hier so viele Zaubertränke liegen. Eigentlich ist das doch kein gutes Zeichen, oder? Würde ich jetzt einfach mal so in den Wind stellen. Letzten Endes bleibt mir eh nichts anderes, außer das zu durchsuchen. So, nehmen wir das ganze Gold mit. Es sind aber auch wirklich extrem viele. Nein, das lese ich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss noch mal in den anderen Raum. Vielleicht habe ich da ein Buch vergessen gehabt. Wir wollen es ja nicht provozieren. Hoffentlich finde ich den jetzt noch. Genau, hier war er. Nein, so cool bin ich nicht. Ich kann es nicht kaputt machen. Ne, scheint nichts hier zu sein. Okay. Dann habe ich es immerhin probiert. Hier geht es nicht lang. Schnellspeichern ist, glaube ich, ganz gut. Weil das sieht mir hier nicht ganz geheuer aus. Ach Mensch, können die sich mal entscheiden? Ich kann es nämlich nicht. Dann kommt doch mal her. Na los, ich bin bereit. Mensch, hat er viel ausgehalten. Das ist schon fast wieder zu viel gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen sollte. Hab das Missionsziel schon wieder vergessen.
meine Mission war es eigentlich nur hierher zu kommen, aber irgendwas muss ich hier ja auch erledigen und ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin Stufe 4. Och nö. Ich dachte, ich wäre schon Stufe 10 oder so. Okay, speichert automatisch. Das Geräusch gerade erschreckt. Da geht's ja nirgendwo hin. Okay, der kommt hier hoch. Der weiß, wo ich bin und er weiß auch, wie er hierher kommt, nicht so wie ich. Ich weiß nicht, wo er herkommen könnte. Ich glaube, ich bin aber auf dem richtigen Weg. Feinde sind eigentlich immer ein gutes Zeichen. So blöd es klingt. Das heißt doch immer, dass mir das Spiel den Weg erschweren will. Ach, nicht schon wieder so einer. Hier, komm her, ich hole dir die Zähne raus. Das heißt nämlich immer, dass es schwer werden soll. Damit der Spieler schwer hat, macht Sinn, oder? Eigentlich nicht, sagst du? Na gut. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Will ich hier hin? Ich glaube nicht. Oh doch, ich glaube schon. Die Frage ist nur, wie kriege ich das Tor hier auf? Ach Mensch, ey wirklich, du bist ein Stück Kacke. Mein Gott, bleib doch einfach liegen und erschreck mich nicht. Du bist so niedlich. Du bist ja niedlich. Ich glaube, ich habe gar keine Schuhe an, kann das sein? Doch, ich habe welche an. Vielleicht gucke ich doch erstmal hier hoch. Schwaches Gift. Trollschädel. Nee. Danke. Mann. Ich krieg ja nicht mal vom Bogenschützen. Ich glaube, ich muss da runter, oder? Irgendwas sagt mir, ich muss da runter. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Habe ich die Leute zu mir gerufen?
weiß nicht, was ich getan habe, aber ich habe irgendwie Mist gemacht, glaube ich. Ach nee, das öffnet die Türen. Okay, macht Sinn. Ich stelle mich vor dem Stein und das öffnet eine Tür. Mensch. Das Spiel ist doch so offensichtlich. Also eigentlich sollte ich das doch alles erkennen. Lächerlich. So, da gab es doch auch irgendwo. Warte mal. Finde heraus, wer die Kultisten ausgesandt hat. Und das ist ganz sicher nicht das Ding da unten. Ich könnte da versuchen runter zu jumpen, aber ich glaube nicht, dass ich wieder hochkommen würde. Okay. Schreie, war das in der Schreie? Nee. Magie. Schreie. Wirbelsprint. Doch. Okay. Objekte, Zaubertränke. Okay, ich sollte vielleicht erstmal die Reihenfolge dann ablaufen. Mann, nee, ganz ehrlich. Kannst du mich am Arsch lecken. Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Hä? Jetzt ganz ehrlich, nee, das ist doch irgendwo verbuggt. Wieso öffnet er das letzte Tor jetzt wieder nicht? Ich hab's nicht verstanden. Hä? Der hält immer an beim ersten. Jetzt, Mann, das wird ja auch irgendwann mal Zeit. Also wirklich, was ist denn das für ein Ort hier, ey? Oh nein. Ja, ist klar. Nee, warte, jetzt trinke ich was. Gesundheit. Zack. Zack. Was wollt ihr von mir?
Ah, du kommst hier nicht durch. Bringe das Horn von Jürgen Windhofer in deinen Besitz. Triff dich mit dem Dieb des Horns. Drachenblut, ich muss euch sprechen, dringend. Miete das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Mensch, es ist ja gar nichts passiert. Ich dachte jetzt, wo die Dinger hochgehen, kriege ich auf die Fresse. Hier ist nur noch so ein puppiger Drauger. Ja. Der lebt zwar gar nicht mehr, aber egal. Mensch, war das wieder eine Reise hier, ey. Nicht mal alles erkundet und entdeckt. Egal, da muss ich eben nochmal herkommen. Ich habe das Missionsziel hinter mir gebracht. Das ist das Wichtige. Das andere ist zweitrangig. Und wird sogar noch dick belohnt hier. Oho. Was habe ich gerade gekriegt? Die Geschichte Flusswald? Na komm, das nehmen wir alles mit hier. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Rest nicht wert. Oder nee, ging das nicht so. Wer den einen nicht ehrt, ist den Rest nicht wert. Den 1 Cent meine ich jetzt damit. Ja komm, jetzt sind hier auf einmal leere Uhren. Was ist das denn? Schön, dass die Lichter immer noch brennen. Jetzt kommen wir raus und auf einmal ist da ein Drache. Das wäre es jetzt. Oder ich komme nicht raus. Nee, hier war ich doch. Ich will raus. Nee, jetzt verwirrt mich das Ganze hier, aber jetzt wird's aber frech. Die Folge geht auch schon wieder viel zu lang. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich bleibe jetzt hier stehen und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.